klar, ein Thema, über das wir natürlich noch ein bisschen reden müssen. Bei uns im Studio ist Julius van der Laar, ist Experte für US-Politik und Politikanalyst. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Tja, wenn man sich das so anguckt, es scheint, als hätte sich Donald Trump da jemanden an seine Seite geholt, der einfach mal so tickt wie er selbst. Ist das so? Absolut. Ich glaube, wenn man im Moment die Trump-Administration anschaut, es erinnert einen an eine schlechte Staffel vom Dschungelcamp, wo jeder einfach nur noch ums eigene Überleben kämpft. Und das sehen wir bei Trump, das sehen wir aber eben auch um seinen Staff und seine Berater drumherum. Warum holt er ihn sich denn dann überhaupt, wenn er eigentlich weiß, der Typ ist ja, naja, ein impulsiver Typ, wie er selber gesagt hat, er spricht gerne in bunten Bildern. Na, das würden wir ein bisschen anders interpretieren. Es war schwer unter der Gürtellinie, ja, was er da gesagt hat. Warum holt sich Donald Trump in Zeiten, wo es sowieso schon so chaotisch ist im Weißen Haus, noch mal jemand rein, der eigentlich ein Troublemaker ist? Ich meine, man sieht die Umfragewerte. Donald Trump bei 38, 39% kann seine Botschaft nicht nach außen transportieren. Insofern sagt er, ich brauche hier ein Shake-up, ich brauche hier neue Leute, ein frisches Gesicht, anders als Sean Spicer, den ehemaligen Pressechef. Insofern neues Gesicht, neue Ansicht, neue Herangehensweise. Und vom Ton her ist ja Scaramucci sehr, sehr nah bei Donald Trump dran. Mhm. Wir können uns erinnern, was Donald Trump auch im Bus während des Wahlkampfs gesagt hat. Da waren auch einige Aussagen, die weit unter Gürtellinie waren. Das heißt, das war vielleicht auch Kalkül, was Scaramucci da gemacht hat, der Angriff? Es ist schwer zu sagen. Scaramucci kommt aus einer ganz anderen Welt, aus der Wall Street. Er repräsentiert Business, hat er auch vorher immer schon gesagt, und ist eine Hardliner. Mhm. Insofern, ich glaube schon, dass er Trumps Gefallen damit wecken konnte. Aber ich glaube, diese Situation zwischen Scaramucci und natürlich auch Reince Priebus, dem Stabschef von Trump. Mhm. Ich meine, wenn man das einfach mal in den deutschen Kontext übersetzen würde, das ist, als ob der Regierungssprecher Steffen Seibert und Herr Altmaier, der Kanzleramtsminister, im offenen Krieg sind und der eine den anderen nicht irgendwie privat über Twitter beleidigt und sagt, du hast hier irgendwelche Informationen der Presse gesteckt und dann vielleicht auch noch die Staatsanwaltschaft mit einschaltet. Es ist komplett absurd, was da drüben passiert. Und ich glaube, die Umfragewerte spiegeln genau das wider, dass die Amerikaner langsam, aber sicher das Vertrauen in die Trump-Administration verlieren. Und irgendwann müssten doch auch die Republikaner mal irgendwie genug haben von diesem ganzen Chaos, oder nicht? Ich glaube, genau das haben wir gestern auch in der Abstimmung gesehen im Senat. Waren ja auch zwei, ne? Wo ja. es darum ging, auch auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite die Gesundheitsreform. Das Thema, mit dem Trump angetreten ist, das Thema, das die Republikaner seit Jahren versuchen zu spielen, nämlich die Obama-Gesundheitsreform zurückzudrehen. Und sie sind gescheitert. John McCain hat dagegen gestimmt, drei Republikaner haben dagegen gestimmt, damit ist es gescheitert. Hm. Wenn Sie jetzt sagen, also Donald Trump hat sich vielleicht gedacht, okay, er braucht noch mal einen, der da noch mal ein bisschen aufrüttelt, noch mal ein bisschen Stimmung macht. Tatsächlich fragt man sich aber, wie sollen denn die drei jetzt auch Priebus, Bannon und Scaramucci, wie sollen die denn jetzt überhaupt noch zusammenarbeiten? Ja, man würde denken, die treffen sich aber. Die Büros von denen sind ja innerhalb von 20, 30 Meter zu Fuß zu erreichen. Ja. Stattdessen wird das in der Öffentlichkeit und über Twitter ausgetragen. Ich glaube nicht, dass man so ein Land führen kann. Ich glaube nicht, dass man so ein Team steuern kann. Und man würde denken, dort wird irgendwann mal ein Machtwort gesprochen. Im Gegenteil, Trump versucht da immer wieder zuzuspitzen und immer wieder die Leute gegen sich auszuspielen. So hat er vielleicht ein erfolgreiches Business geleitet, aber ich glaube, so führt man keine Administration. Was heißt das? Wozu führt das langfristig in den USA im Weißen Haus? Naja, es ist, glaube ich, schwierig, da in die Glaskugel zu schauen. Und wozu führt das? Ja. Lass mich spekulieren. Ich glaube, ein der Punkte ist, dass die Trump-Administration nichts auf die Spur bekommt. Man sieht es mit der Gesundheitsreform, man sieht es mit der Steuerreform, die angekündigt wird, nicht gekommen ist. Man sieht einfach, dass dieses Weiße Haus keine Message hat und auch in diesen ersten 190 Tagen kaum was vorzuweisen hat, was sie wirklich politisch durch den Senat umsetzen konnten. Insofern, irgendwann 2018 bei den Kongresswahlen, 2020 bei den Wiederwahlen, werden sich die Wählerinnen und Wähler auch fragen, hat dieser Mann, hat diese Administration irgendwas auf die Strecke gebracht? Und ich glaube, im Moment muss man ganz klar sagen, da ist nichts vorzuweisen. Außer ordentlich viele Skandale, und wir sind gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Dankeschön. Sehr gerne.